Hallo zusammen, ich werde heute ein bisschen über Flexbox euch was erzählen. Zuerst sage ich über CSS-Layout-Systeme und dann gehe ich ein bisschen auf den Code ein und die Vorteile und zum Schluss behandle ich noch die Fallbacks. Zu mir, ich bin der Robert, komme aus Stuttgart, bin Freelancer, tauche unter Mittelmedien auf und mache Webentwicklung und hauptsächlich Joomla-Webseiten. Mich findet ihr unter Twitter unter zwei Namen, Mittelmedien und Parkplace. Parkplace ist ein bisschen mehr privat und ja, könnt ihr mich gerne kontaktieren danach oder folgen, je nachdem. Ich freue mich gerne zurück. Und jetzt kommen wir zu den Layout-Techniken. Wir setzen mit Joomla aktuell Bootstrap ein, Bootstrap 2. Wir haben heute schon eine Diskussion gehabt mit Bootstrap 3, dass wir das implementieren, wie kann man das am besten lösen. Und jeder kocht so sein eigenes Süppchen mit Frameworks, Foundation, Bootstrap und machen den Code oder machen Grid-Systeme und sagen zum Beispiel für die Spalte CoolMD6 oder sonstiges. Und das wird vielleicht in naher Zukunft auch abgelöst, weil wir komplett mit CSS layouten können, also zu einem mit Flexbox und Grid-Layout, CSS-Grid-Layout. Und das wird bei beiden Fällen unterstützt vom Box-Alignment-Modul, das uns hilft, Inhalte vertikal darzustellen und horizontal. Was ist Flexbox überhaupt? Flexbox ist eine CSS-Technik, in der man Elemente sehr einfach positionieren kann. Der Inhalt bestimmt die Größe der Box. Das heißt, Content first, es wird zuerst der Content dargestellt, das kann ich später zeigen. Wenn ich mehr Content habe, wird die Box auch größer. Also es ist im Fluss. Und bei Flexbox, wir haben ein dimensionales Layout. Ich kann nur gewiss kontrollieren, ob es eine Spalte ist oder eine Reihe. Dann gibt es noch das CSS-Grid-Layout. Und hier ist es möglich, dass ich einfach ein Grid habe, indem ich die Elemente dann aufeinander positioniere. Ich kann die Elemente schön verteilen. Und das heißt, dass ich auch zweidimensional arbeiten kann. Also es spielt dann keine Rolle, ob ich Spalte oder Reihe habe. Aber wie wir wissen, kann ich das auch alles benutzen, von was ich jetzt da rede. Und wenn wir das jetzt anschauen, bei Flexbox sieht es doch ganz gut aus. Der IE11 ist noch ein bisschen so hellgrün, das sagt uns, okay, da muss man ein bisschen aufpassen, funktioniert nicht immer so, wie man will. Und Unterstützung ist ab IE10, das sehen wir jetzt auf der Tabelle nicht mehr. Der IE9 wird nicht mehr unterstützt für Flexbox. Also IE9 ist Windows XP, meines Wissens. Und Safari ist sehr spät nachgerückt. Wer noch ein Vorgänger iOS installiert hat, also iOS 8 sind wir, jetzt sind wir ja schon bei 10, der wird es auch nicht sehen. Ansonsten denke ich, ist es ganz gut. Ja? Ja, genau. Dann haben wir CSS Grid Layout. Da sieht es schon ganz anders aus. Wir haben hier den, da ist es gerade umgekehrt. Microsoft hat das versucht
zu forcieren bzw. einzuführen und wird ab IE 10 unterstützt, nur teilweise supported. Und wo es aktiviert ist, ist der Technical Preview in Safari und der Firefox Developer Edition, das sehen wir jetzt da nicht. Chrome Canary, also die Developer-Version, da muss man das Browser Flex aktivieren. Man sollte das einfach sich mal anschauen. Ich habe mich erst den letzten Wochen damit beschäftigt und das sieht wirklich gut aus, was man damit machen kann. Nur ist es halt noch nicht einsetzbar und wenn aber die, also es ist halt sehr buglastig und wenn das dann irgendwann behoben ist und das hoffe ich, dass es in naher Zukunft ist, dann steht uns da wirklich was Gutes zur Verfügung. Nur es wird ein Umdenken im Layouten geben, deswegen, weil wir jetzt ja mit den Spalten arbeiten, CoolMD und sonstigem, das gibt uns ja gewisse Sicherheit, wenn das dann wegfällt, kann ich ja theoretisch eine normale Klasse nehmen, ohne dass ich das irgendwie separiere. Wäre möglich. Also hier wird irgendwo mal eine Umdenke vom Layouten geben. Wir sind ja bei Flexbox und nicht bei CSS-Grid-Systemen. Deshalb sage ich mal die Vorteile davon. Also früher, wir haben es gelernt mit Float and Clear. Wir haben es heute auch schon gehört, mit, zum Beispiel mit Table Layout, dann war eben Float, Clear und das fällt dann komplett weg. Man kann Elemente sehr einfach positionieren und es ist eine vertikale, vertikal Center kann man machen. Das geht auch mit Table, Display Table. Equal Height ist möglich, also ich habe die gleiche Boxenhöhe. Und das Ganze ist komplett responsive von Haus aus. Das bringt uns natürlich gleich mal Vorteile und man schreibt einfach weniger Code. Wo wird das aktuell eingesetzt? Ich sprach schon vorher von den Frameworks. Die neuen Frameworks unterstützen das bereits. Also bei Foundation muss man es aktivieren per Include. Dann ist es möglich zu benutzen, dann profitiere ich auch von den Vorteilen. Bootstrap 4 unterstützt es. Ich weiß nicht, ob es von Haus aus aktiviert ist oder aktivieren muss. Und dann gibt es reine CSS, Flexbox-Grid-Systeme, das ist dann Bulma.io oder Flexbox-Grid. Gibt es bestimmt noch mehr. Ich habe die selbst nicht benutzt. Aber die machen einen sehr guten Eindruck. Also wenn man nur irgendwie mal schneller Seite responsive kriegen will, dann könnte man sich das mal anschauen. Wer setzt das Ganze ein? Booking.com, die setzen das sehr viel ein. Und dann große Publicity-Seite, News-Seite, Security.com und wahrscheinlich jetzt dann bald du. Denn das wird dein Leben leichter machen. Nun zum Code. Den kann auch jeder sich dann auch erarbeiten, aber grundsätzlich braucht man ein gewisses Grundverständnis dafür. Woran es scheitert, ist meistens die Richtung, in welche Richtung die Elemente laufen sollen oder wie die Flex Direction ist, dazu komme ich noch. Es gibt eine Main Axis und eine Cross Axis. Und ich habe als Grundelement Elternelemente und davon Kinder. In dem Fall sind die Boxelemente eben die Kinder. Und ich sage dem Elternelement als Display Flex. In dem Fall den Container. Alles, was darunter ist, ist geflext. Dann gibt es verschiedene Properties für die Elternelemente. Und das überhaupt
das zustande kommt, Flex, mache ich Display Flex oder Inline Flex. Und bestimme dann die Richtung. Also die Richtung ist ausschlaggebend, in welchen dann die anderen Befehle funktionieren, ob ich es dann, wie das Ganze läuft. Und ich kann auch das Ganze umdrehen, indem ich dann Reverse sage, dass sich die Elemente in die andere Richtung ausrichten. Das ist wie Inline-Block. Also es gibt ja Display-Block und Display-Inline-Block und es verhält sich gleich. So. Flex, ja. Nein, die sind Flex. Immer Flex, also Block. Also ich habe Display Flex, das ist für, wie wenn ich Display Block, ja, Display Flex ist Flex. Also wird die Elemente, die fließen dann in der Reihe. Also die Kindelemente fließen dann in der Reihe. Also das heißt, wenn ich jetzt dem Elternelement, der wäre ja jetzt drüber, der Container, wenn ich dem jetzt Display Flex gebe, dann wäre der Default-Wert. Also wird Element 1, 2, 3 nacheinander dargestellt. Das kann ich jetzt nicht. Ja. Ah, okay, ja, okay, ja. Und der Default-Wert ist immer Row. Also wenn ich keine Richtung setze, dann ist es immer in der Reihe. Dann kann sich das Ganze kann ich dann auch noch umbrechen, wenn ich will, wenn der Platz nicht ausreicht. Default-Wert ist nicht umbrechen. Das heißt, ich kann Flex Wrap geben. Ja, genau. Also wenn ich Wrap gebe, dann habe ich Float. Also Float in dem Sinne, wenn der Platz nicht da ist, dann wird es unten angeordnet. Ansonsten würde der Inhalt nicht da. Würde man nicht sehen. Jetzt würden sich die Boxen halt vorher zusammenschieben. Genau. Die würden sich zusammenschieben, wenn ich keine Mindestbreite vergeben habe. Aber ich habe ja meistens eine Flex-Basis dann, weil ich einfach sage, kleiner soll die Box nicht werden. Dann habe ich die. Damit responsive machen. Sonst wäre es nicht wirklich responsive. Ja. Also Wrap gibt man meistens mit, aber ja, ich glaube, das ist so an, würde es nicht immer sagen, dass man es macht. Naja gut, wenn es nicht umbricht ohne Wrap, dann wäre es ja nicht responsive, oder? Ja. Ja, also für responsive brauche ich es eigentlich, ja. Dann kann ich das auch noch ganz abkürzen mit FlexFlow, also die Richtung und den Wrap. Und dann kommt man zu Justify Content. Hier sehen wir die Elemente, dass es die Elemente am Start ausgerichtet werden und hier am Ende. Das ist jetzt die Richtung von der Reihe, also vom Default-Wert und Flex Direction. Mit Justify Content kann man auch noch Center, Space Between und Space Around machen und bei Space Between ist der freie Inhalt dann eben zwischen den Elementen und Around habe ich dann auch noch die Außenelemente mit Rand versehen. Wenn ich Wrap und habe mehrere Reihen, kann ich das auch noch beeinflussen, wie die Elemente ausgerichtet werden. Hier gibt es einmal Flex Start und auch wieder Flex End. Und eben Stretch, dass ich dann die Elemente nach oben hin stretche.
Und dann gibt es eben noch End Baseline, also das ist dann die Elemente in einer Linie und auch Flat Strat, das ist Align Items. Hier kann ich die Elemente eben, das ist das Gegenteil von Justify Content. Dann kommen wir zu den Kind-Elementen. Hier kann ich bestimmen, in welcher Reihenfolge die Boxen-Elemente angereiht werden. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass ich für Responsive Design die Möglichkeit besitze, die Navigation zum Beispiel nach unten zu bringen, wenn ich nicht viele Punkte habe. Ich kann diese Webseite komplett umdrehen. Man muss aber aufpassen, dass ich die Accessibility dadurch beeinträchtigt wird. Der DOM bleibt gleich. Jeder Screenreader wird die Elemente so lesen, dass sie, wie sie dargestellt werden im DOM und nicht, wie wir sie verändern. Man könnte praktisch mit Media Queries komplett wieder umpositionieren. Genau. Also ich kann jetzt ein Media Query für... der Content ist mir wichtig auf dem iPhone, weil Anfahrt oder die Speisekarte jetzt der nur sehen will oder wie lange ich auf habe, aber auf dem Desktop soll die Navigation halt oben sein. Also gibt uns viele Möglichkeiten. Ich kann das natürlich für jede kleine Part der Webseite machen oder eben komplett Footer, Header. Dann kann ich die Elemente noch wachsen lassen, indem ich die Breite verdopple. Standardwert ist 1. Kann dem Ganzen noch eine Basis versehen und das ist dann die eben Mindestbreite der Box. Und nein, das Flexbasis ist auch so ein Begriff wie der freie Inhalt der Breite von dem Container hergenommen wird. Wenn ich jetzt die Flexbasis habe, dann, wenn ich das jetzt zusammenschrumpfe oder ich mache diese Webseite kleiner oder schmäler des Endgeräts, dann wird es nach unten umbrochen, wenn ich Flexwrap habe. Und das Ganze kann ich auch dann noch zusätzlich schrumpfen, wenn ich will. Und da kann man sich vorstellen, dass man irgendwo den Eindruck verliert, was passiert eigentlich mit dem Ganzen. Und da gibt es einen ganz coolen Tester, der dann eingeben kann, wie das Ganze dann vonstatten geht, wie der Inhalt aufgeteilt wird bei bestimmten Boxgröße. Das wird üblicherweise in Shortform angezeigt oder geschrieben. Sag hier, das erste Element ist Grow, das zweite ist Shrink und dann die Basis. Dann kann ich bei den Kind-Elementen noch meinetwegen ein Item komplett in eine andere Richtung verteilen. Das mache ich dann mit Align Self. Und das habe ich bereits angesprochen. Also ganz wichtig, wenn man die Order verändert, sollte man auch bedenken, dass andere vielleicht die Webseite mit einem Screenreader besuchen. Jetzt kommen wir kurz zu den Beispielen. Hier habe ich einfach eine Seite. Das sind drei Boxen mit drei Containern. Und das ist nichts Besonderes, aber auch es würde ohne Flexbox nur mit JavaScript funktionieren. Und ich habe es da schon getestet, wenn ich eben hier den Inhalt vergrößere, es wird mehr, passt sich das auch schön an.
Ich zeige nachher den Code nochmal. Und dann gibt es irgendwo einen gewissen Punkt, wo die Flex-Basis dann greift. Und das dann umbrochen wird. Und hier habe ich dann einfach eben das dritte Element, das dann die volle Breite dargestellt wird. Jetzt zeigen wir mal den Code. Sieht man da was? Und zwar, das wäre mein Container. Das sind 2 Zeilen. Das sind 3 Zeilen. Den Button habe ich separat ausgerichtet. Ja, es ist 10 Zeilen Code, mit dem man relativ viel machen kann. Ja. Das System ist im Moment noch gar nicht mitgenutzt worden. Das hattest du am Anfang nur mit als Beispiel genommen? Das habe ich als Beispiel genommen, aus dem Grund, dass man den Überblick behält, dass eben Flexbox nicht alles kann. Mhm. Das CSS-Grid-System, denke ich, in baldiger Zukunft besser für Layouten ist wie Flexbox. Und mit Flexbox kann man kleine Elemente schön positionieren, auch ganze Webseiten damit machen, aber Grid-Layout kann ich besser kontrollieren. Dann kommen wir noch zum anderen Beispiel. Das ist jetzt eine Navigation mit dem Logo mittendrin. Wird manchmal jetzt auch ein bisschen im Trend und kann man sehr gut mit Flexbox lösen, ist jetzt ein bisschen mehr Code. Ich sage dem Logo Center und gebe eben die Liste Display Flex, also der UL, und habe eigentlich dann nur noch in den Media Queries dann die Anpassungen gemacht. Und es funktioniert dann ganz gut. Dann hatte ich noch ein anderes kurzes Beispiel. Das ist jetzt eine Footer-Navigation. Also das ist eine Liste in Joomla, die nur ein Menü ist und die Liste wird halt nacheinander dargestellt und da ist kein Grid-System mehr dahinter oder unten, sondern jetzt habe ich 2 Spalten und wenn ich dann eben, Ding habe ich 3. Die könnte ich jetzt beliebig mit CSS die Menüpunkte auch verändern und positionieren. Mit Order eben anpassen, was natürlich für Screenreader schlecht wäre. Ja. Funktioniert das auch, wenn das irgendwie im Dropdown oder sowas drin ist? Ja, ja, müsste gehen. Ich kann auch Flexen angeben, also wenn ich Elemente nicht Flex haben will, die kann ich dann mit None machen. Und eigentlich dann eine schöne Sache, auch was man, wie jetzt zum Beispiel ganz normale Joomla-Login, wenn ich da irgendwie was anders haben will, weil man muss ich keinen Override machen, um da die Elemente da umzupositionieren, sondern mach's mit Flex. Ich glaube, das ist dann oft besser, wie wenn man immer Override schreibt. Meine Empfindung. Dann gehen wir nochmal kurz zur Präsentation. Dann hatte ich hier noch eine Shop-Seite. Das war also eine Tomat-Seite, die hat das Auflistung von Produkten nicht im Detail, also
eine Liste und da ist es ja so, bei Virtuomat, da wird oft was ausgegeben in der Reihenfolge, das was man wirklich nicht so will. Da kann man wirklich was schön verändern. Und hier habe ich einfach das in Spalten aufgeteilt und dann so positioniert, dass ich, wie ich es haben will, ohne dass ich dann Override schreibe. Jeder kennt das, was ein Sticky Footer schon mal gemacht hat, wenn er den dann eben 2 Jahre nicht mehr anschaut, wie er das gemacht hat, dann ist der Footer schnell mal kaputt. Ist auch jetzt mit Flexbox sehr gut möglich. Man sieht, es sind 5 Zeilen Code oder so und funktioniert auch. Welche Möglichkeiten gibt es anzuwenden? Ich würde empfehlen, jeder, was mal nutzen will, kann es innerhalb der Webseite für einen bestimmten Bereich verwenden und dann immer weiter sich vorarbeiten. Man muss es üben, dass man es versteht. Und ich glaube, wenn man es begriffen hat, wie es funktioniert, ist es von jedem Erleichterung. Formulare ist auch immer Thema, per CSS schön zu machen oder auszurichten. Dann eben Produkte mit irgendwelchen Button. Der Button soll immer an der gleichen Stelle sein. Das ist halt mit Flexbox möglich, weil dann der Inhalt mitwächst. Haben wir ja gesehen, Navigation kann ich schön machen. Und Sticky Footer haben wir bereits gehabt. Social Icons geht auch ganz schön. Ist ja auch immer ein Thema. Und ich habe jetzt dazu geschrieben, es ist kein Grid-System. Ich habe es bereits ja zu ihr gesagt, ich sehe als Grid-System dann eben CSS-Grid. Das sind nochmal die Elemente, die haben wir ja bereits gehabt, oder die Properties, und FlexNone nochmal hervorgehoben, das habe ich vorher nicht angesprochen. Da kann man dann eben sagen, das Kind-Element wird eben nicht geflext. Man kann, die Vorteile sind ja schon herausgetreten, wollte ich also überspringen, und wo ich empfehlen kann, Browser-Präfixes, ist der Microsoft IE10 und für den Safari 9, ich weiß jetzt nicht, welches OS X jetzt auswendig das war, aber es betrifft ja das iOS 8 auch. Und deswegen wäre das ganz gut, wenn er eben es nicht selber schreiben will, am besten SASMixint verwenden oder PostCSS. Damit erleichtert man sich damit, die ganzen Präfixe sich selber zu schreiben. Und dann wären wir auch beim Thema Fallback. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Was gibt der Kunde vor? Welche Besucher sind auf der Seite? Und so weiter. Das sagt uns, brauche ich eine Lösung dafür? Oder ist es okay, wenn es nur ein bisschen schlechter aussieht? Möglichkeiten. Das Klassische wäre natürlich Float. Aber wir machen ja als Flex, dass wir nicht noch mehr Code schreiben. Und Display Table ist ziemlich ähnlich, ist nicht ganz so flexibel und man kann die Elemente aber auch gleich positionieren. Also man kann auch Vertical Center machen. Das wäre ein Beispiel für Display Table und eben hier Display Table Cell wäre eben der Fallback. Und Display Flex wird ja von den älteren Browsern ignoriert, deshalb hat es keine Auswirkungen. Dann gibt es auch noch einen Polyfill für IE9
und IE8, falls unbedingt sein muss. Und auch ein Post-CSS. Ähnlich wie Media Query funktioniert Add Support. Und in dem Fall gebe ich eben Add Support Display Flex, eben die Flex-Properties. Und für die älteren Browser würde ich eben Display Block sagen. Noch eine Möglichkeit wäre der Modernizer, werden bereits schon mit einsetzt. Ansonsten wird es wahrscheinlich, müsste man ja auch noch mit zusätzlich laden. Und da würde der so ausschauen, eben flexbox.container und noflexbox.container. Dann haben wir noch gute Seiten. Und der Philipp Worten hat viele Beispiele gebracht, auch den Sticky Footer. Und es gibt auch eine Seite von ihm, da geht es nur um Flexbox-Bugs. Also Flexbox sieht nicht immer in jedem Browser gleich aus, muss man zugeben. Und das kann man hier, wenn man es lösen muss, also gerade IE9, kann man mal da drauf schauen, ob er da was vorgeschlagen hat. Sehr gute Seiten, die Slides sind nachher online, hier auch noch ein YouTube-Video, wenn man das anschaut, was man damit machen kann. Die Rechel-Endru ist auch gut in CSS-Grid, die blockt da sehr viel. Wer keine Zeit hat, kann im Auto hören oder im Zug hören. Podcasts. Und wer lieber spielt, der kann mal den Flexbox Froggy, wenn er noch nicht gemacht hat, oder dann Flexbox Defense. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wie funktioniert denn die Flexbox mit dem Gantry? Das hat unabhängig von irgendeinem System funktioniert das. Ja. Ja. Solange jetzt das Element wahrscheinlich im Gantry, ich weiß nicht, wie es jetzt Gantry aufgebaut ist, aber das ist ja ein Framework wie Bootstrap, oder? Oder ist das eher... Das ist ein bisschen anders, aber es ist auch ein Grid-Framework. Ist ein Grid-Framework und wenn jetzt auf dem Grid Flex liegen würde, muss man halt aufpassen, aber man kann Flexbox überall verwenden. Und für kleine Bereiche auf der Seite ist es bestimmt ganz gut. Funktioniert es auch mit REST und SAS? Ja, das ist CSS und SAS und LESS unterstützt ja CSS, deswegen sollte es da keine Probleme geben. Also ich schreibe da nur ins eigentlich, ich habe ja auch angedeutet, die Browser-Prefixes kann man ja automatisch dann eben mit SAS generieren zum Beispiel, wenn man das bereits einsetzt. Also jetzt hast du gesagt, es ist kein Grid-System. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn du so eine Startseite hast mit Moodle-Position, würdest du denn dann für sowas aufzusetzen, würdest du da Flexbox empfehlen? Für kleine, wenn es nicht ein komplexes Ding ist, würde ich es machen. Daniel Nübel hat sogar für Bootstrap 3 ein Grid-System geschrieben, das basiert auf Flexbox, also hat er irgendwo auf GitHub abgelegt und der macht seine Grids mit Flex. Also irgendwem, weil er da irgendwie gleich hohe Boxen braucht hat. Also kann man machen. Okay. Gut, kann man immer, ne? Also ja, ist, ich glaube halt, man kann es halt nicht so beeinflussen manchmal. Also deswegen würde ich eher vielleicht einmal so ein Framework probieren, weil die haben dann vielleicht das auch schon ausgemotzt, dass eben das Grid funktioniert wie Bulma.io, weil da ist ja nicht viel drin. Okay, danke. Ich wollte jetzt fragen, warum du sagst, für kleinere Systeme. Meinst du, weil es ja doch so ist, dass man im Moment sich noch an die Denkweise ziemlich gewöhnen muss und es komplex sein kann? Oder meinst du auch wegen
Performance-Gründe nicht. Flex ist sehr schnell. Da gibt es auch irgendwo einen Test im Web oder Vergleich mit, glaube Table und Flex, was schneller ist. Die haben es nicht wirklich messen können irgendwie oder war nicht viel Unterschied. Und für mich ist es einfach, ist kein komplettes Grid-System, glaube ich. Also, weil irgendwann, wenn zu... Das kann sein, ja. Ja. Deswegen glaube ich, das CSS-Grid wird in Zukunft dann performen, wenn es dann aktuell ist. Und vielleicht sind wir nächstes Jahr dann soweit und könnten das dann vielleicht mit Polyfill einführen. Weil für CSS-Grid gibt es ein Polyfill, aber das macht ja keinen Sinn, dass ich ein Polyfill mache, wenn es kein Browser unterstützt. Das macht sehr stark Sinn, wenn es wirklich dann aktuell wird. Und wenn es so sein sollte, dass es unterstützt wird, sollte es so sein, dass auch alle Browser nachziehen. Also das wird dann alle unterstützen auf einmal. Also das, so wie es aussieht. Ist die Möglichkeit, dass man sich die Media Query spart, dass man bereits über Flexbox schon sagt, bitte diesen CSS-Befehl bei der Display-Seite, oder ist das in Flexbox nicht drin? Vorhin hattest du ja, glaube ich, eine Media Query mit dabei. Ja. In dem Fall von dem Menü braucht man es, weil ich einfach die UL und die Breite von dem Logo verwenden habe müssen. Aber sonst müsste man Media Queries nicht immer schreiben. Also das braucht man dann nicht unbedingt. Also bei dem, ja. Also vielleicht Praxisbeispiel, man möchte unterschiedliche Reihenfolgen der unterschiedlichen Gerätegrößen haben. Unterschiedliche Reihenfolgen. Dann brauchen wir Media Queries, weil dann, genau. Ja? Weißt du, wie gut die Polyfills für IE 8 und 7, war das, glaube ich, funktionieren? Oder auf welcher Basis die das dann nachbilden oder wie sie das machen? Das weiß ich jetzt nicht. Also das Post-CSS, der schreibt dann, glaube ich, normale Table oder Float als CSS, glaube ich, und ich weiß es nicht, wie es genau funktioniert. Ich habe es nicht verwendet. Und der Matt Design, also der Twitter-Name, der hat einen Blog darüber geschrieben, also der macht auch sehr viel damit. Und er setzt eigentlich, er hat es, glaube ich, einmal eingesetzt, er schreibt auch einen Beitrag darüber, der ist auch in der Linkliste dabei, wie ich am besten eben für IE 8 und IE 9 das mache. Aber im Endeffekt muss man auch sehen, das ist XP. XP wird nicht mehr supported, also man sollte halt dem Kunde klar machen, okay. Ja, aber da sollte ja eigentlich schon IE 11 laufen. Und ja. Dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuhören. Und...